Hallo so Leute zu einer weiteren Folge Minecraft bis der Tod scheidet oder wir irgendwann ob des Scrollens nervös und kaputt gegangen sind. Oh, so sehe ich von innen aus. Sexy, sexy. Cool. Oh, und ein Blick in meinen Schritt. Nice. Muss für heute reichen. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Natürlich ist wie immer der Jan dabei. Und natürlich. Wir werden diese schöne Basis heute verlassen. Wir werden in diesem Projekt nicht wieder hierher kommen. Nicht wieder zurückkehren. Es ist die letzte Folge hier vor Ort. Und das heißt für uns, wir werden jetzt ein bisschen Ressourcen mitnehmen. Müssen wir erstmal jetzt wirklich mal ganz genau entscheiden, was wir alles überhaupt mitschleppen. Also. Außer, ich packe jetzt auch ein. Wir haben noch zwei Nametags, die sollten wir vielleicht noch verwenden. Da. Oh, ich brauche einen Namen, ne? Und du bist der. Ach, sorry, Wuff, du hast doch schon einen Namen. Du guckst als erstes da hinten. Guck dir den Namen an, ich finde ihn cool. Was hast du gemacht? Hinten links. Two Dog for you. So, gut, hätte ich das auch schon mal erklärt. Ist jetzt auch Sortierung scheiß drauf. Ich packe jetzt alles, was ich nicht mehr brauche und auch schön, dass die mich ja dann schreibt. Ich mache eben die Kühe mal alle weg, ne? Das ist unser. Ja, pack die weg, das Fleisch nochmal rein. Ich werde das Gold abbauen, nochmal eben schnell von dem. Viel Spaß beim Pfeilschießen. Ich will das Gold komplett noch wegnehmen und gucken, dass wir nochmal zwei OP-Äpfel draus kriegen. Wird mir vielleicht mit ein bisschen Glück haben. So einen auf jeden Fall. Ich glaube, wir dürfen noch einen zweiten hinkriegen. 13, 14, 15. Nicht dein Ernst. 16. Perfekt. Zwei Äpfel. Kannst du die Schafe wegmachen? Die sind viel lauter. Die kommen auch noch dran. Okay, sehr schön. Zwei Äpfel bräuchte ich dann noch. Wahrscheinlich bei Grünzeug drin. Ne? Zwei. Dann gibt es auch noch zwei Goldäpfel. Wir haben relativ viele Äpfel gekriegt von unseren Bäumen, obwohl wir immer Holzmangel hatten. Äpfel hatten wir nie zu wenig. So. Es wird ganz schnell ganz ruhig hier drin. Ich habe sogar noch Schnelligkeitstränke gemacht. Ist ja edel. Ja, also Ressourcen haben wir erstmal. So. Alter, jetzt werde ich ja mit Wolle bombardiert. Überlege halt, ob ich wirklich so viele Spitzhacken brauche. Ich nehme sie erstmal mit. Wir hatten tatsächlich keine reinrassigen Schafe. Wir hatten teilweise graue drin. Okay. Das weiß ich gar nicht. Ich dachte, wir hätten nur weiße gehabt und zwar zwei Stück. So, ich nehme schon mal zwei OP-Äpfel raus. Hier in der linken Kiste ist noch eins. So, was brauchen wir noch? Nehmen wir einen Zaubertisch mit. Und ein bisschen Angst, dass wir notfalls irgendwas auf irgendwas noch verzaubern können. Also rein theoretisch tötet es uns ja nichts mehr in dieser Welt. Vielleicht einen Amboss mitnehmen. Zum Reparieren. Aber selbst da. Nee. Wir können halt nochmal alle Dias mitnehmen. Ja, Dias und Amboss vielleicht zum Reparieren der Ausrüstung. Das wäre aber auch das höchste der Gefühle quasi. Okay. Was braucht man noch? Warte, erstmal hier dein Fleischanteil. Achso, lass lieber alles. Warte, hast du Hammelfleisch? Ich hab Hühnchen. Lass mal hier vorne zur Dingskiste gehen, komm mit. Ja. Und? Zack, zack. Ich leg mal alles rein. Na, guck mal. Ich nehme schon mal ein Stack Steak raus. Den Rest gucken wir gleich beim Rausgehen. So. Was haben wir denn noch? Das Weizen ist jetzt nicht ganz so spektakulär. Hunde nehmen wir mit. Wir nehmen unsere Hunde mit. So. Was brauchen wir denn noch? Falls wir ein Villager-Dorf finden, möchte ich die Emeralds dabei haben. Einfach aus Prinzip. Nehmen wir einen Stack Kohleblöcke mit. Denke ich immer ganz praktisch. Und dann baue ich schon mal die Dias ab von dem Leuchtfeuer. Auf das unser Leuchtfeuer schon nicht mehr funktioniert. Ich nehme den Baustand mit.
Baustand, ja, genau. Nehmen wir direkt alle drei mit. Sind die stackbar? Das ist die Frage des Jahrhunderts. Ich guck nach. Ja. Sind sie? Was? Mit unseren Kuchen dinieren werde ich dann nochmal ein kleines Leuchtfeuer hinbauen. Finalen Fuck off, wir haben das Projekt geschafft. Kuchen essen. Genau, wir brauchen Eier, ne? Müssen wir dran denken. Ja, wir haben auch ein paar Biome noch abzugrasen. Mein Zettel liegt natürlich super vorbereitet, wie ich bin, aus Zufall neben mir. Ja, ich habe ihn auch diesmal ausnahmsweise mal neben mir. Also wie viele Eisenblöcke hier sind. Ich will jetzt mal einfach ein... So, ich habe jetzt auch, ich habe Braustand dabei, ich habe Glasflaschen dabei, ich habe Netherwarzen dabei. Also machst du den ganzen Braukram mit? Zucker brauchen wir sowieso auch für den Kuchen, von daher... Genau. Da müssen wir auf jeden Fall genug Zucker übrig lassen. Ich habe keinen Bock, nachher nochmal zwei Folgen dran denken zu müssen. Oh, du kannst also, das spawnen auf der Ecke? Also Bock schon, aber... So, da gibt es genug Fackeln vielleicht, wobei Fackeln... Oh, okay, für dich ist halt ganz praktisch, wenn wir ausleuchten unterwegs mal. Ob jetzt tags oder nachts losgehen, sollte uns eigentlich auch egal sein. Also ich habe kein Problem mit Nacht, also ich weiß nicht, ich habe jetzt echt nicht nachgeguckt, wie das bei meinen Videos aussieht, aber ich sehe relativ gut noch bei völliger Dunkelheit. Achso, ich bin hier schon, also ich nehme jetzt mal ein Stack noch Eisen mit, also Eisenblöcke. So, dann brauche ich noch Redstone zum Verlängern, dann nehme ich aber am besten direkt Redstone-Blöcke mit, da macht es keinen Sinn, halbe Sachen zu machen. So. Ja, ich habe noch mal 8, ja. Dias ist noch bei? Hä? Noch Dias bei? Nee. Also du kannst übrigens das Hammelfleisch, was jetzt noch in der Truhe ist, mal nehmen. Das ist genau halbiert auch. Gerade egal, ob ich sie zusammenfasse oder nicht. Bullshit. So, hier noch ein bisschen Resteisen. So. Eigentlich schade, ne? Wir haben relativ viel Zeit hier verbracht. Nimm ein Stack Holz mit. Nimm mal du den, ich geb dir das restliche Holz auch nochmal. Ja. Holz brauchen wir sowieso. Jo. Geht klar. Jetzt nochmal eben schnell was hier für zum Bier snacken. Was für ein Fleisch haben wir am wenigsten? Ja, guck mal, hier haben wir doch 7. 7 mal Bacon. Ja, das ist einfach nur, um den Stack wegzukriegen als erstes, weißt du? So. Mhm. Meine alte Diabolschung brauche ich jetzt nicht. Doch, die, wenn du Platz hast, will ich die mitnehmen, weil das zu kombinieren ist einfacher als Material am Amboss. Ich nehme den Amboss übrigens mal mit, ne? Okay, ich kann sie mal mitnehmen. Wir werden sowieso nicht viele Sachen sammeln, das ist halt einfach... Wir haben halt auch einen leicht beschädigten Amboss. Wollen wir Öfen mitschleppen? Ich nehme mal Eisen noch ein bisschen mit. Ich habe Amboss. Ja. Ja. Nee, Öfen brauchst du nicht, da kannst du auch genauso gut einmal kurz im Boden graben, ne? Genauso wie mit einer Werkbank. Ja. Wie viel Platz hast du noch? Ich habe noch ein paar Plätze, dort sind... Noch 7. Ja, mehr, definitiv über 10. Hast du schon einen Schnelligkeitstrank? 3 Stück. So. So mache. Du sagst 10. Dann nimm mal hier einen Teil von den... Ja, Zeug mit. Weil dann fülle ich nämlich jetzt. Stärkegetränke brauchen wir ja gar nicht, ne? Der Wasseratmen nehme ich mal einen mit. Vielleicht braucht man es ja doch irgendwann. Aber eigentlich fülle ich dann jetzt mein komplettes Inventar mit. Schnelligkeitstränken noch auf. Ah ne, Essen müsste ich ja sowieso noch reintun. Ja, okay. Ich trinke gleich einen Schnelligkeitstrank und schmeiße es weg. So, Hundis. Noch was. Resten hier. Wer hatte noch nicht? Du hattest. Es gibt einmal Hapa-Hapa. Obwohl, Hapa-Hapa ist eigentlich eine schlechte Idee, ne? Ihr wollt es jetzt alle, ne? So, Hundis. So. Komm mit. Komm schon. Lass mich. Der vorne sitzt noch. Ja, Moment. Die schieben sich alle nur gegenseitig durch die Gegend. So. Ich glaube, das war's. Nichts. Einer von meinen hatte eigentlich noch... Alter! Hund! Boah, ich muss erstmal weiter Essen verteilen, damit ich hochregen. So, Ist Hundi, ist.
So. Ach, mit Fleisch sieht ja mal gut aus. So. Sollen wir dann Gas geben jetzt? Alter, guck dir die Hunde an. Die gehen da draußen voll und Kanne auf Jagd. Alter! Hunde! Andere Richtung! Ich will nicht, dass ihr direkt am Anfang verreckt. So, würde ich sagen. In welche Richtung gehen wir denn? Ich hätte gesagt Richtung da, wo wir negativ herkommen? Z, ja. Also quasi. Wo unser Spawn ist quasi. Ja, quasi schon. Hätte ich nämlich auch gesagt. Das ist einfach sinnvoller, meiner Meinung nach. Alter Schwede. Boah, ich sehe fast gar nichts. Wo bist ich, du? Ich habe keine Fackeln dabei. Ich bin im Wasser schon. Ah, weißt du. Du siehst jetzt da mein Pfeil brennen. Alter Hunde! Ich töte euch gleich noch aus Versehen. Also ich schüttel sich gerade. Nicht übel. Alter, wie schnell ich einfach im Wasser bin. Gut, dass Hunde sich hinterher brauchen. Oh, ja. Sagte er und war erstmal gebodyblockt von ihm. Spinne läuft auf mich zu. Ich haue sie einmal alle Hunde danach. Alter, das ist krass. Nee, Creeper. Ich muss meine Hunde vor dir beschützen. Meine Hunde, ich müsste etwas noch wieder. Alter, nein, du bist kein Hund. Creeper! Danke. Ich habe an die Hunde gedacht. Danke. Was seid ihr denn für tolle Hundis? So geil. Alter. Ui, ja, Hundis. Okay, weiter geht's. Ja. Achso, ich wollte meinen ersten Schnelligkeitstrank mal reinkloppen. Ja, kann und, ich weg, und weg damit mit dem Glasfläschchen. Also das kannst du eigentlich mir geben, super. Ich habe noch welche dabei. Achso, ich habe es gerade weggeschmissen. Ja, warte, ich sammle es auf. Ich will es auch einfach laufen, damit wir mehr schaffen. Ja. Dann los. So, jo, bin. Unsere bin Hunde schon. Sind unsere Bodyguards, das passt schon. Sollte uns mal wirklich. Solange wir rennen, sollten wir auch keine Creeper. Keinen Creeper-Damage kriegen. Dementsprechend. Ah, ich häng fest. Holy shit, wenn da, wie das aussieht, wenn unsere Hunde hinterher teleportiert werden. Ne? Oh, ich sehe schon. Das Schlimme ist nicht, dass man auf dem Video nachher nichts erkennt. Das Schlimme ist, dass die Lampe, die ich für die Facecam-Beleuchtung habe, einfach zu grell ist, dass ich teilweise im Dunkeln nicht sehe. Okay. Das ist anscheinend. Ich halte mich hier an diesem Fluss erstmal. Ist okay. Birkenwald hatten wir schon. Ich würde da rüber gehen, jetzt wenn es schmal wird. Ah, der Wald sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, der zählt ja noch nicht für uns. Ja, das sieht wirklich gut aus. Was bist du? Ah, der könnte der dichte Wald sein, ne? Roofed Forest? Ah, meinst du das? Ist Roofed? Er? Überdachter Wald wäre das so übersetzt. Ja, aber wir hatten doch, boah, ich trau mich gar nicht, hier stehen zu bleiben. Cover mich mal ganz kurz, ich schreibe mal Roofed Forest hinter dichter Wald, einfach mal so, ne? Ja, ich würde gerne auch. Das ist für Tag. Da kommt ein Zombie aus dem Wasser übrigens. Ich schreib's mal, wo ist denn das? Das ist... Da! Zwischen... Creeper! Warte. Hab ihn. Hab ich irgendwas weggeworfen? Nee. Ich dachte kurz. Nicht. Gut, weiter geht's. Ich wollte gerade ein Fragezeichen reinschreiben. So, da dichter Wald, Fragezeichen. Gut, hätten wir was Nächste. Mhm. Und, ist das hier der... Oh nee, ist der Roof Forest, ist der gemischte Wald hier schon, ne? Okay. Vorsicht, hier kommt ein kleines Löchlein, über das man nicht drüber springen kann. At least I tried. So, wir müssen auf jeden Fall irgendwann noch mal aufs Meer, aber ich denke, das können wir uns auch mal für später sparen noch. Wenn wir den Ozean noch holen wollen. Wir schwimmen ja beide auch relativ schnell, ne? Ist ja. Okay. Wir hauen auch beide relativ schnell irgendwelche Mobs weg. Gut, ja. Wir sind halt da angekommen, wo eine Erkundungstour lächerlich ist, ne? Ich lauf einfach mal weiter, ne? Also ja, lauf einfach. Im Zweifelsfall, ne? Im Zweifelsfall, ich habe jetzt mittlerweile auch unter meiner Facecam die Koordinaten entdeckt, wo steht, auf welchem Block ich gucke, weißt du? Diese Ansage kann ich dann nutzen. Ich muss einfach nur kurz nach unten gucken, um zu erkennen, wo du bist, ja. Oh, wo ich bin, ja. So, das ist Plains-Ebene, aber das dürften wir ja schon haben, ne? Ja, ich würde halt über die Plains ein Stück weiterlaufen, weil wir von dort aus am meisten da sehen. Da oben könnte vielleicht wieder Schnee, habe ich links gesehen, ein Stück weiter links. Okay. Ja, das könnte halt die richtige Richtung sein für. Wenn wir Tiere sehen, sollten wir die trotzdem mitnehmen, solange sie die Tiere sind, die wir stacken.
So, Extreme Hills. Oh, Kühe. Oh, Kühe. Oh, Kühe. Denk dran, mit Feuer am besten direkt zu kommen. Ja, bin dabei. Aber mit der Nahrung nicht durch. Ich glaube schon, dass wir ein bisschen länger rennen. Einfach mal einsammeln, wenn einer von uns bei... Alter, ich liege über Leder rum. Ich glaube, Essen ist das Erste, was uns ausgeht. Als alles andere. Also klar, wir müssen irgendwann Geschwindigkeitstränke, wobei, ne, die gehen so lange. Ich habe auch noch so viele dabei. Das ist schon krass. Aber schon hier beim Jagen habe ich so viel Hungerpunkte schon wieder drauf gekriegt. Das ist heftig. So, Extreme Hills immer noch. Oh, da links sind auf jeden Fall oben mit Kürbissen. Da sollten wir mal hin. Also hier wirklich links, links. Gut aus. Das könnte Schneeberge sein. Sammeln wir mal beides ein. Oh, Alter, sind hier viele Kühe. Ich werde definitiv erstmal das Hammelfleisch wegnecken hier. Oh, nimm ich mal mit. Schaffst du die? Ja. Wow. Der Jan mit seinem Nahkampfbogen. Ich habe meine Schusskünste schon bewiesen. So. Haben wir das nicht beide, indem wir unseren Erfolg dafür gekriegt haben? Ja, in gewisser Weise schon. Extreme Hills Plus. Ich hoffe, dass wir irgendwo hier noch das Schneezeug dafür kriegen. Alter Hunde! Darf runterzufallen. Und hier draufklettern. Ja, oder ist es einfach nur zu hoch, damit es halt schon ist zu hoch. Deswegen ist es schneebedeckt. Ah, verkackt. Trotzdem weiter in die Richtung latschen. Mhm. Wir sind vorsichtig sein beim Rotten. Nein, Hundis, das wird gefährlich. Weißt du was? Alter, uns verrecken gleich die Hälfte unserer Hunde. Wegen Falldamage. Ja. Ich hab die Befürchtung. Tief. Wir müssen die im besten Fall zwischendurch immer wieder füttern, aber wir kriegen auch sogar Nachwuchs, super. Hätte gerne so ein Indikator, wie viel Leben die ja, noch das, haben. Ja, das ist ein bisschen blöd, dass du das nicht sehen kannst. So, Du kannst es schon sehen. Je höher der Schweif steht, desto mehr Leben haben die. Aber du achtest halt nicht mal drauf, wie der Schweif ist, wenn du draußen rumläufst. Das ist das andere Ding. So, bin jetzt auf diesen. Ah, ich sehe dich, wenn ich den Berg runter. Ich sehe dich aber nicht. Das ist okay. Ach, da bist du. Okay. Komm, Hundis, es gibt wieder. The Dog for You, Zoe Wolf ist da. Und Cassie Baloo ist da. Alle noch da. Sehr gut. Bounty Berry habe ich auch vorhin noch gesehen. Zack, wie heißt denn ein zweiter Angel? Ist ganz langweilig. Wieso? Aber ich krieg gerade gar keinen Namen angezeigt. Das ist gerade ein Hund weggelaufen eigentlich. What the? Ne, ich würde sagen weiter. Oh, guck mal. Schwebende Erde. Schwebende Erde. Also, was mich gerade so ein bisschen nervt, ist halt, dass ich neben den Koordinaten halt die ganze Zeit dieses scheiß XYZ-Orientierungsding in der Mitte habe. Nur damit ich halt hier das angezeigt bekomme. Ist ja Graf quasi, ne? Sumpf? Ist das Sumpf? Ist das Sumpf? Sumpf, 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 Sumpf. Alter! Ja, okay. Vielleicht hätten wir die Hunde zu Hause lassen sollen. Nein! Da wir ja. Ach, Swampland. Ich hab ja beim Sumpf gefunden. Swampland, das ist Schwemmland. Das ist nicht Sumpf. Swampland ist Sumpf. Es ist Sumpf. Sumpf. Das ist Sumpf. So, genau. Einkreisen, damit wir mal überprüfen, aber das ist Sumpf. Da hinten sind mal Kühe. Tut Richtung rechts halten. Wenn das hier nicht Sumpf ist, was soll Sandsumpf sein? Das ist eine andere Frage. Ist schon richtig, aber Swampland heißt halt übersetzt eigentlich. Ja, ja, okay. Bist du jetzt weiter geradeaus in den Sumpf gelaufen? Ich bin nach rechts jetzt. Ich halte mich rechts an den Berg gerade. Nach rechts? Wenn du nach links willst, können wir nach links. Mir ist so egal. Mir ist das egal. Wow, ja, ich habe gleich ein Stack Fleisch an Kühen gefarmt. Kann gleich nichts mehr tragen. 61, 62. Oh, super. Und noch das Hammelfleisch, was mir fehlte. Zack.
dass die Wolle ganz bleibt, wenn man so... Habe ich vorhin Archangel gesehen? Da ist Archangel. Jan, hier sind Kühe für dich. Okay, ich habe keinen Platz mehr für... KKK. Noch halt die Schafe gerade, weil ich halt noch Platz für Schaffleisch noch im Inventar habe. Da ist noch was. So. Boah, rechts sind noch mehr Kühe. Wow. Impressive. Ich habe so viele kleine Hunde jetzt, ne? Oh, Lava. Gut, Hunde, okay. Nächste an die Lava. Nochmal Plains. Da links ist... Ah. Jan? Ich würde sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle. Das wäre das Erste. Das wäre das Erste. Und das Zweite ist, dass wir gleich einen Geschwindigkeitstrank trinken könnten. Aber das machen wir in der nächsten Folge, denke ich, zu Beginn. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen an dieser Folge, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.